Ein neuer Modus! Ahsoka und Ventress, wann kommen die eigentlich zu Star Wars Battlefront 2 und was ist eigentlich mit Privatspielen? Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiterer Star Wars Battlefront 2 Action und Special News sind für euch am Start und ich habe ja das Mega News bzw. das Mega Update vom Juni schon als News verpackt, Leute, für euch als Video hochgeladen hier auf diesem Kanal. Habt ihr sowieso alles schon, seid ihr sowieso schon am Laufen, wenn ihr aktiv am Start seid. Und das Juni-Update wird richtig krass und darauf bin ich schon richtig gehypt. Bloß, jetzt wurden noch mehr Sachen angekündigt und das hört gar nicht mehr auf. Ich denke so, okay, langsam wird der Support immer weniger, so langsam, unauffällig. Nein, die wollen nochmal reinhauen. Das Ziel ist es einfach, aus Star Wars Battlefront 2 so ein Spiel zu machen, was die Spieler richtig loben und was dann auch von den Spielern verteidigt wird, wenn dann auch noch gesagt wird, ja, Pay to Win, dies und das und die Vergangenheit immer hervorheben. Na gut, dann hat man einmal Scheiße gebaut und das heißt nicht, dass das ganze Spiel jetzt im ganzen Zyklus Scheiße ist, also generell Scheiße, das ist ja nicht so. Das Spiel ist wunderschön, es macht mega Spaß zu zocken und ja, wer es lange nicht mehr gezockt hat, ja, hüpft mal rein, Leute, zockt mal ein paar Runden, es macht wieder Spaß, so viel Content ist dazugekommen. Und noch mehr Content kommt auch noch dazu. Letztes Mal habe ich euch gefragt, was möchtet ihr gerne für eine Ära neu in Star Wars Battlefront 2 haben, was supported wird? Also es kommt ja auch noch Clone Wars, es kommen ein paar andere Sachen noch. Was wollt ihr gerne haben? Und hier blende ich mal einfach eure Kommentare ein, das was ihr hier noch geschrieben habt. Und eine neue Frage des Tages, Leute, natürlich. Und zwar, welches von diesen drei, die ich jetzt auch noch gleich ausführlich beschreiben werde, worauf freut ihr euch am meisten? Ihr könnt das natürlich auch kategorisieren und sagen, hey, erster Platz ist für mich auf jeden Fall, ja, Privatspiele, dann zweitens Ahsoka und Ventress, jetzt als Beispiel. Und da bin ich mal mega gespannt, was eure Entscheidung ist, was bei euch auf Platz 1 landet. Also, wir haben einmal einen neuen Modus, das ist der neue PvE-Modus, dazu komme ich gleich. Privatspiele könnten die in Star Wars Battlefront 2 bald erscheinen, das ist Punkt 2. Und Punkt 3 natürlich neue Helden, Schurken, Ahsoka und Ventress packe ich in einen Punkt. Das geht ja um Helden und Schurken, deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir das als Punkt nehmen. Und ich fange an, Leute, mit den neuen Modus, nämlich PvE. Das wird nicht so ein Modus sein, das wird nicht so eine Multiplayer-Schlachten sein, oder die werden wir nicht mehr so haben, so wie wir es kennen, so galaktischer Angriff, totale Vorherrschaft, das wird anders sein. Inwiefern eigentlich? Das wird so sein, dass wir nicht mehr gegeneinander spielen, uns gegenseitig töten, sondern wir spielen miteinander. Wir laden Leute zu uns ein, ja, in die Party, in die Gruppe, gehen dann in eine Mission rein und versuchen dann natürlich Bots und KI-Spieler zu töten und eine Mission abzuschließen, wie zum Beispiel in der Kampagne, wo ihr alleine gezockt habt, aber das soll halt im Koop-Modus kommen. Oh, sorry. Das soll im Koop-Modus kommen. Ich zerstöre absolut hier das Mikrofon. Entschuldigung, liebes Mikrofon. Auf jeden Fall wird das eine richtig geile Sache, wenn ihr das gut umsetzt. In Battlefront 1 hat das eigentlich schon gut geklappt, Leute. Was war nämlich los? In Battlefront 1 hatten wir geile Koop-Action. Da haben wir bestimmte Missionen, bestimmte Ziele gehabt, zum Beispiel zu überleben oder bestimmte Missionen abzuschließen. Das haben wir dann geschafft und haben dann richtig geschwitzt auf die Platin-Trophäe. Der eine oder andere kann sich erinnern. Und das in Battlefront 2 wird natürlich absolut mächtig, wenn das kommt. Das wird absolut geil. Was ich noch feiern würde, wäre eine kleine Nebenstory und dann noch Koop-Action. Das wäre richtig cool, aber ich weiß nicht, ob sie die Zeit dafür haben, ob sie die Ressourcen dazu haben, nochmal eine Story zu machen. Aber es könnte auch sein, dass sie von der Kampagne ein paar Sachen anschneiden und das dann sagen, hey, mach mal das als Koop. Und dann können wir die halt zum Beispiel mit einem Kumpel dann nochmal erleben zusammen. Oder beziehungsweise nochmal ein paar Missionen extra. Was ich mir auch noch denken kann, ist, dass von Battlefront 1 ein paar Sachen übernommen werden. Also nicht 1 zu 1, sondern Battlefront 2 Stil. Aber von der Art und Weise, von den Zielen her, dass man sagt, hey, ein neuer Überlebensmodus kommt. Ja, AT-STs greifen euch an, ihr müsst euch wehren. 5 Runden oder 10 Runden und so weiter. Und da kommen auch noch Truppler, kommen dazu und wollen euch töten. Und das wäre natürlich richtig geil. Da kommen die Raketentruppler und ihr müsst einfach überleben zu zweit. Das ist absolut geil. Also ich würde diesen Modus so feiern. Und das wäre auch so ein Punkt für mich. Ein brandneuer Modus, der hat ja nichts mit diesem Multiplayer PvP zu tun. Also ihr dürft es nicht verwechseln. PvP heißt Player vs. Player, das ist ganz klar. Und PvE ist einfach ein Koop-basierter Modus. Ja, das wird einfach eine andere Kategorie sein. Ich sag mal so, wir haben Story, wir haben Kampagne, wir haben Multiplayer und wir haben Arcade. Das gehört zwar zum Multiplayer, aber vielleicht machen die das nochmal in zwei Abschnitte. PvP und PvE, also einmal gegeneinander und einmal miteinander. Also ich denke mal, wenn ich Koop sage, weiß jeder eigentlich, was damit gemeint ist. Und das wäre natürlich eine richtig geile
Sache, und wenn dann auch noch Trophäen am Start sind, könnte man dann natürlich auch darauf gehen, also Erfolge, Trophäen, das wäre richtig cool. Also das wäre auch, wie gesagt, so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich würde das Spiel noch weiter zocken, über die 2, 3 Jahre vielleicht hinaus, und würde das Spiel nochmal einlegen und nochmal zocken wollen. Zum Beispiel in Battlefront 1 finde ich das so gut, dass sie so einen Modus haben, so einen Offline-Modus, wo man Kampfläuferangriff immer und immer wieder spielen kann, selbst wenn es 10 Jahre alt ist, ja. Und das Spiel keiner mehr zockt, keine Lobbys mehr finden, einfach nur noch 2 Leute das Spiel spielen und man findet einfach kein Lobby zusammen, dass man auch sagt, okay, ihr könnt das Spiel trotzdem noch spielen im Offline-Modus. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und ich komme gleich mal zur Überleitung von diesem Offline-Modus jetzt zu Privatspielen, ja. Privat Leute einladen und dann nochmal so ein bisschen untereinander spielen. Man könnte Turniere veranstalten, man könnte irgendwelche Challenges machen, man könnte eine Sniper-Lobby machen, man könnte wieder Epic sagt zurückbringen. Man könnte so viele Sachen machen, ja. Von Battlefront 1 Zeiten noch Epic sagt, oh, das ist so lange her, Leute. Das wären richtig epische Zeiten. Das kann ich euch wirklich versprechen. Und die Frage wurde gestellt, kommen Privatspiele zu Star Wars Battlefront 2? Und er hat gesagt, der Community Manager hat gesagt, er kann es noch nicht beantworten. Die haben es aufgenommen. Die werden es bearbeiten. Er steht aber in der Prioritätsliste nicht an oberster Stelle. Und deswegen werden die erstmal ein paar andere Sachen machen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden sie sich das nochmal überlegen. Und wenn die Zeit noch da ist, werden die das machen. Also die dürfen auch keinen Druck bekommen. Und zum Druck muss ich auch sagen, ich wollte das in einem anderen Video machen. Ich habe da wieder was mitbekommen, dass Episode 9 zu Star Wars Battlefront 2 zwar kommt, aber irgendwie nicht ganz freiwillig. Also die Entwickler wollen ihren Plan durchziehen, aber Star Wars Episode 9 soll auf jeden Fall promoted werden, auch in Star Wars Battlefront 2. Ob das die richtige Entscheidung ist, das werden wir dann halt in einem anderen Videothema und thematisieren und auch nochmal, ja, durchgehen, würde ich mal sagen. Also hier nicht. Also Privatspiele wären natürlich richtig krass. Ich glaube, das würdet ihr auch feiern. Einfach eigentlich mit der Community so chillig Turniere machen oder Sniper-Spielchen und so weiter. Also darauf hätte ich richtig Bock. Also da bin ich auf jeden Fall für. So, und die Frage ist, was ist jetzt mit Ahsoka und Ventress? Was ist denn jetzt mit denen? Die Fragen wurden nicht beantwortet, ja. Ich glaube, die größte Frage ist einfach von uns allen, kommen Waffen zu Star Wars Battlefront 2? Ja, das ist die größte Frage. Und die zweitgrößte Frage ist einfach, was ist mit neuen Helden und Schurken? Kommen überhaupt neue Helden und Schurken? Was ist mit Ahsoka? Was ist mit Ventress? Werden die kommen? Und wenn man so ein bisschen mal überlegt, das sind ja auch so Clone Wars Sachen, sagt, okay, Felucia kommt raus. Wenn man Felucia rausbringt und dann auch noch Ahsoka dazu, das wäre die perfekte Kombination. Eine Map und ein Held. Könnt ihr euch noch zurückerinnern, als Geonosis erschienen ist? Geonosis kam nicht alleine. Nein, nein, nein. Obi-Wan war noch da. Ist noch dazugekommen. Obi-Wan und Geonosis sind dazu. Also zu zweit gekommen. Und das wäre natürlich die beste Möglichkeit, wenn die sich sagen, okay, wir bringen Felucia raus. Aber da ist noch was, Leute. Boom. Es kommt auch noch Ahsoka. Ahsoka wäre richtig cool, wenn sie kommt. Also Clone Wars Heldin, kann man sagen. Es ist, würde, glaube ich, jeder feiern. Okay, es gibt manche Leute, die feiern das nicht so krass. Die wollen Mace Windu. Dazu muss ich allerdings sagen, okay, Mace Windu wurde jetzt auch ein bisschen wurde nicht so angeteased. Der ein oder andere hat es vielleicht falsch aufgenommen, hat gesagt, hey, die haben das auf jeden Fall ein bisschen angeteased, da kam was und so. Die haben das nie so offiziell angeteased, muss man dazu sagen. So Druidica, okay, haben sie so ein bisschen verkackt, haben sie ein bisschen geteased. Aber die haben niemals gesagt oder niemals irgendwie einen Leak rausgehauen. Hier, Mace Windu, der könnte kommen. Es gibt Mods, na klar, auf dem PC gibt es Mods, aber Mace Windu kam noch nie, als Mods kam er, aber noch nie als Teaser, irgendwie als Vermutung kam er natürlich, aber niemals so als Teaser oder Leak kam er noch nie raus. Und ich denke, Mace Windu wäre jetzt nicht so krass am Start, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sondern eher bei Ahsoka. Und ich denke mal, jeder weiß, die Videos wurden schon gemacht, es wurden Sprachdateien, also Audiodateien gefunden, Video- bzw. Sprachdialoge zwischen den Helden gefunden, wo sie miteinander reden, und da wurde natürlich auch Ahsoka angesprochen. Das ist natürlich die große Frage, würde sie kommen? Und wann kommt denn Ahsoka? Wann kommt denn Ventress? Als Gegenstück nehme ich Ventress. Also ich denke mal, das ist irgendwie plausibel, dass ich Ventress nehme. Falls ihr irgendwelche Einsprüche habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also ich nehme Ventress als Gegenstück, als Schurken quasi, und sage dann, hey, wir bringen Ahsoka im September raus, mit Felucia. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, weil alle, eigentlich so gut, der Großteil sagt, Felucia kommt im Oktober. So wie damals, Oktober kam Geonosis, und das ist eigentlich auch
relativ realistisch. Man könnte sagen, auch November vielleicht. Aber wenn man sagt, okay, wir bringen Ahsoka im September raus mit Felucia und im Oktober dann Ventress. Und dann können sie sich auf Star Wars Episode 9 Content halt konzentrieren. Oder die bringen beide Helden und Schurken, also beide Helden, bringen die in einen Monat raus mit Felucia. Aber das ist irgendwie so unrealistisch, weil vom Content-Umfang wäre es viel zu groß und wäre es nicht so typisch für die Entwickler, dass sie so viel auf einmal raushauen, weil das gab es noch nie. Das wäre natürlich richtig cool. Also ich wäre Fan Nummer 1 davon, aber es ist irgendwie besser, wenn man halt Content auch teilt. Also ich würde sagen, ich mag mehr geteilten Content, über Monate verteilt, dass man immer was hat, anstatt einmal einen ganzen Monat rauszuhauen. Natürlich, wenn die jetzt in Urlaub fliegen fahren, ist es was anderes. Aber ja, so viel dazu. Also, Ahsoka und Ventress, hoffentlich September, Oktober, November, diese 3 Monate. Merkt euch die vor, Leute. Und ich bin mega gespannt, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, haut rein, kommt ihr bewertet nicht weiß und bis zum nächsten Mal. Ciao!